Hi Leute und herzlich willkommen zurück zum Bausimulator 2015. Und zwar befinden wir uns gerade hier beim Fahrzeughändler und wir haben uns einen neuen Wagen gekauft. Ja. Und der Dean kommt jetzt gleich um die Ecke mit dem Teil. Ich bin auf dem Weg. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er! Wir haben uns den großen Kipper gekauft. Klein. Das musste einfach sein. So, dann steige ich mal in den anderen ein und dann fahren wir mal zurück zur Firma, ne? Ja. Alles klar. So. Dann fahr du mal. Ich folge dir. Ja, und wenn wir dann auf der Firma sind, dann gucken wir mal, welche Aufträge wir noch machen. Oder was wir demnächst annehmen werden. Mal gucken. Du hast einen Mann überfahren. Gar nicht. Jawohl. Gar nicht. Oh. Hier, diese hohen Kräne, das sind auch mal unsere Sachen, die wir irgendwann mal brauchen. Ja, genau. Dann ist der Chef höchstpersönlich vom Arbeiten. Mit dem Kran? Ja. Ja, verlass dich drauf. Das schöne Muldenkipper wäre auch nicht schlecht hier, ne? So ein ja, irgendwann kaufen wir das auch mal. Das haben wir gerade gekauft. Ja, wir haben einen kleinen Muldenkipper gekauft. Also kommt er. Der Dean ruckelt gerade vor sich hin. Okay. So, schnell das neue Auto zurückbringen auf den Hof. Boah, bist du am Ruckeln. Ich bei mir ist alles flüssig. Ja, ja. Auf dem Klo oder was? Ja, da auch. Wenn du das siehst, dann weißt du Bescheid. Holla, Ypsi. Oh! Ja, genau, das meine ich. Auto. Ja. Ich hab's doch gesehen. Warte. Oh. Oh. Willst du schon wieder hinten reinfahren? Ich werde aber da hinten reingebrettert, ja. Ich spare dir das mit so einem Gender. Warum kann man hier kein Licht anmachen? Ich hab keine Ahnung. Das ist auch sehr schade. Jetzt ist er mir wirklich hinten reingefahren. Ich kann den Wagen, ich sitze auf der Leitplanke fest. Nicht im Ernst. Ja, doch. Ich kann den auch nicht zurücksetzen. Bist du mit Controller dran? Ja. Bist du im Fahrzeug drinne? Nein. Dann steig mal ein und dann select. Okay. Ah ja, alles klar. Okay, hat geklappt. Ja, da wollte ich ihn überholen und was war? Scheiße, war mein Fehler. Ich bleibe hier in der roten Ampel stehen, das könnt ihr vergessen. Was? Bist schon da? Ja. Warum? Weil ich kann. Ja. Ja, ich komme jetzt auch hoch. Müssten wir eigentlich noch mal eben den Container holen, ne? Packen wir eben ein. Einmal einparken.
Okay, steht. Holst du den? Ja. Okay, alles klar. Oh. Aber das hat sich nicht gut angehört. Wenn du schon aussagst. Oder Maschendrahtzaun. Ach so. Maschendrahtzaun in the morning. Maschendrahtzaun. Day and night. Ja. So, ich guck schon mal, was wir machen könnten. Oh, ich komme mit vollem Karacho gerade ins Dorf gefahren. Absolut, du fährst mir lieber. So, jetzt, aber wir können ja eins machen. Wir können mal eben, so, solange wieder die noch nicht da ist, gucken wir mal eben schnell in den neuen Wagen rein hier. Wow. Gewaltiges Teilchen, oder? Holla jetzt hier. Da muss ich doch mal gucken hier, wenn ich den mal. Mal nicht schlecht, das Ding. Da passt auf jeden Fall schon mal mehr rein, ne? Ja, gerade auf. Ja, nicht schlecht. Aber das nutzt dir alles nichts. Weißt du, wenn bei dem Auftrag, wenn da steht, du brauchst einen Container, dann musst du einen Container haben. Ja, richtig. Du bist auf Kacke hauen hier. Ja, okay, da passt natürlich einiges rein. Ja, dann gucken wir mal eben, was wir nehmen könnten. Normalerweise könnten. Sollen wir den behalten, den kleinen Muldenkipper? Ja, ne? Ja, sicher. Ja, okay. So, pass auf, dann gucke ich mal eben nach, was für einen Auftrag wir vielleicht eventuell machen könnten. Aufträge. Lehrgänge können wir machen. Lehrgänger kleiner Muldenkipper. Könnte man machen. Was ist denn da für ein Lehrgang? Ich hab keine Ahnung. Und das wäre natürlich auch interessant. Ne? Könnte man machen. Hier steht zum Beispiel, also Lehrgang. Fülle einen Muldenkipper über 95%. Transportiere 12 Kubikmeter Erde vom Kieswerk in den markierten Bereich Baustelle und lade sie dort ab. Das sind so Sachen, so Lehrgänge, die man machen kann. Also ich würde aber dafür sagen, das machen wir alles in der nächsten Folge. Ja, warte mal, ich gucke. So, jetzt gucke ich nochmal, was haben wir denn an. Was könnten wir denn machen? Das haben wir ja, glaube ich, schon mal gemacht. Moment, was haben wir jetzt gemacht? Wir hatten jetzt das kleine Einfamilienhaus mit Garten oder was das war. Hm. Was hältst du von Einfamilienhaus mit ausgebauchtem Dachboden? Würde uns 36.000 Euro bringen. Können wir auch machen. Den schönsten Auftrag, den kriegen wir ja leider nicht. Der würde uns 56.500 bringen. Aber der ist leider noch nicht zu haben, weil der noch geschlossen ist. Okay. Das heißt. Ich guck mal eben. Also wenn wir den machen für 36.000 auf dem Kopf, da brauchen wir dann das erste, dann müssen wir mit dem kleinen Kipper dem Dings losfahren. Dachpfannen und so was alles annehmen. Aber weiß ich gar nicht. Bin noch überlegen, ey. Wie ein schöner Schmetterling. Ja. Ich habe hier noch ein kleineres, ein Gartenbau. Was hältst du denn davon? Können wir auch machen. Früher oder später haben wir sowieso alles schon mal gemacht. Ja. Da kannst du da ausbaggern. Beim nächsten Mal baggerst du aber. Nee, ich bagger nicht. Solltest du auch mal zeigen. Nein, ich bin fürs Bagger nicht geboren. Ich krieg das nicht gebacken. Oder ich muss das nächste Mal ganz in Ruhe mal ausprobieren. Okay. Ja, also wir gucken mal. Wir wissen das selber noch nicht, was wir machen sollen. Wir können ja mal eben, was hältst du von, sollen wir mal den Lehrgang machen? Können wir. Ja komm, wir machen ja mal den Lehrgang. Auftrag annehmen. Wir machen das mal. Wir fahren mal zusammen. So. Wollt zufahren mit dem großen Muldenkipper da? Wenn du nicht willst, ja.
Ja, dann steige ich bei dir ein und dann gucken wir mal. Wir machen jetzt mal den Auftrag. Haydon Hoxton. Moment, heute holen wir ein paar Kubikmeter Erde. Einen kleinen Muldenkipper. Okay, den haben wir ja. Okay, beim Kieswerk, da war ich schon. Die Ladeflächen für Schütko sind mir da auch aufgefallen. Okay, gut. Fahr mich doch nicht mehr auf. Warte doch mal. Okay, na dann mal los. Alles klar, ich steige ein. Alles klar, dann gib mal Gas. Sicher? Ja, klar. Bist du sicher, dass ich Gas geben soll? Du sollst fahren, einfach nur. Oh Gott. Wenn ich dich sehe mit deinem Helm und deiner Weste, ne? Vielleicht sollte ich besser fahren. Zu spät. Oh mein Gott. Ja, das ist auch mal so ein Auftrag, den wir mal eben schnell machen können. Oh nein! Oh Gott! Oh, wir werden alle sterben, ey. Oh, ich werde verrückt. Ich bringe die Apokalypse. Ja, das stimmt allerdings. Du bist die Apokalypse. Ja, das auch. Digga, du musst allerdings abbiegen. Ja, ich biege hier ab. Ja, das ist der Dean Cooper, wie er fährt. Das ist grauenvoll. Ja, GTA-Style, ne? GTA-Style. Bleib mal im Stehen, kurz. Bleib mal stehen. Alles klar, kannst du weiterfahren. Ich habe nur ein Foto gemacht. Okay. Vielleicht mache ich gleich noch eins. So, Erde holen wir, ich weiß wo. Ja. Du weißt das auch? Ja. Okay, und rein hier. So, jetzt fährst du gleich. Oh Gott, der haut die Schranke um. Du hast gesagt, rein hier, das hat mich irritiert. Das habe ich mir gedacht. So, links rum. Und da hinten musst du drunter. Ich weiß. Und zwar rückwärts. Schauen wir uns das an. Oh. Ja, ich wusste das, ey. Der weltbeste LKW-Fahrer. Mhm. Das bist alles du. Alles klar, Mann. Ja, 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 weiß ich. Genau. Das füllen wir jetzt auf. Okay, zur Baustelle. Okay, wir müssen jetzt. Ist das bei dir auch markiert? Ja, ne? Ja. Okay. Und dann haben wir das nämlich auch. Oh, links rum müssen wir raus. Ja. Interessant. Gott, ich fahre wieder bei mit. Boah, da wird mir eigentlich. Mir wird schlecht. So wie du fährst, da kann er nur schlecht werden. Oh Gott, ey. Kann ich hier auch einfach rausspringen? Nein, dafür sind wir zu schnell. Lass mich springen, bitte. So, du musst jetzt hier, du musst hier abbiegen. Ah! Oh, nein! Oh Gott, ey. Du musst hier rechts. Mann, ist eine komische Navigationsstimme. Ach. Geht doch erotischer. Kannst du mal rechts abbiegen, Schnuckel? Boah. So, hier links. Gott, ey. Ja, und sofort gleich hier scharf rechts. Nicht die Ampel! Oh, ich kann das nicht glauben. Oh. Es hängt so fest, ne? Du bist ein Experte, du. Also, ich habe immer das dumme Gefühl, dass ich fahren sollte, aber ich werde das Gefühl nicht los, aber links. Oh! Zu hart eingeschlagen. Oh. 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 Boah, Leute, wenn Entschuldigung. Euch. Entschuldigung. Ist euch auch schlecht? Links? Links? Ja. Oh, der hat ja mal überhaupt gefahren.
Und wieder links. Geht ja auch nicht anders. Stimmt. Und wo ist der markierte Bereich? Sag ich dir. Ah, hier ist er. Da muss er rein in das Loch. Das hört sich falsch an, ne? Okay, ich guck mal, wie er das macht. Wollte mal anders reinfahren. Ja. Mal rückwärts. Vielleicht sollte ich das machen. Willst du? Naja. Ja, warte, dann richtig den aus. Dann schauen wir das Spektakel an. Das Spektakel. Okay. Dann pass mal auf jetzt, Kollege. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, warte, 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 warte. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Hey, zurück! Du musst zurückfahren auch. Zurück? Das war's, wir sind fertig. Tja. Ist der leer? Ja, ja, fahr. So, alles gut, warte. Warte, 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 ich muss ja jetzt mal rausfahren. Und dann haben wir dann auch geschafft eigentlich, oder? Ja. Zack, so, warte, ich fahr mal raus. Was haben wir jetzt dafür gekriegt? Keine Ahnung. Gut gemacht. Danke für die Lieferung. Klar, nicht zu danken. Ja, 10.000 hat das gebracht. Ja. Alles klar. Wolltest du fahren? Ja, du. Ah, wir müssen jetzt zurück zur Firma wieder, ne? Hm. Kannst du die mal markieren auf der Karte? Da sonst nicht. Ist markiert. Das siehst aber nur du, ich sehe das nicht. Warte, ich muss das selber markieren. Warte, 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 warte. Warum auch immer? Wo sind wir überhaupt? Wo müssen wir überhaupt hin? Oh Gott. Bahnhofsviertel, wo sind wir eigentlich? Wir sind in der Stadt, du musst von der Karte her aus nach links. Nach links. Sportpark. Wolfsheim. Firmengelände. Habe ich markiert. Dann hat man einen Bleifuß. Alles klar. So. Die Feier machen. Ja, ja, ich bin da schon dabei. Meine Frau und meine 10 Kinder warten schon. 10? Ja, ja. Hast du alles dabei. Hast du sonst noch Hobbys? Ja, Menschen überfahren mich gerade. Ja, okay. Mann, ich war jung und brauche das Geld. Ja, ich weiß. Du kannst ja nichts dafür. Du bist jung und bist halt dynamisch und erfolglos und ja. Aber ich bleib jetzt hier daran Rand stehen, weil dann möchte ich den Leuten, möchte ich vielleicht doch nicht zumuten. Wie wir beide hier fahren. Ich bleib mal hier schön. Hier ist das Maisfeld, hier bleibe ich stehen. Und ich würde sagen, Leute, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Bis dann, Leute. Tschö.